Ja, Leute, ich stehe hinter dem Tee, weil ich den geil finde. Das ist aus Brandenburg, aus Deutschland, regional, ist schönes Design, natürlich auch verpackt. Sehr romantisches Bild, wo wir einen Mann sehen, der sich abrackert und eine Frau, die da vielleicht sehr losgelöst hinten auf dem Tandem auch noch drauf sitzt. Die haben was dabei zum Picknick, dann in der Natur. Einfach dran riechen. Und riechst einfach, es riecht wirklich angenehm. Wirklich angenehm. Nach Apfel, nach Pfefferminz rieche ich auch raus. Brennnessel schmeckt man interessanterweise mehr, als man es riecht. Und die anderen Bestandteile, lass mich nachlesen, sind da auch noch Erdbeer, Himbeerblätter. Ja gut, die Erdbeer habe ich jetzt persönlich nicht rausgeschmeckt. Fenchelsaat schmeckt man auf jeden Fall. Ringelblume ist wohl auch eher für den Connoisseur dann, der das rausschmeckt. Kornblumenblüten. Ja, und genau, da ist einfach empfohlen, einfach die übliche Menge mit Wasser aufzugießen. So, Leute, ihr seid auch nicht auf den Kopf gefallen. Also, jetzt sind wir bei der Zubereitung. Und da nehmen wir jetzt einfach mal einen richtig kräftigen. Guck mal, hier haben wir noch das Unaufgepackte. Davon nehmen wir jetzt einfach mal eine richtig schöne Kelle quasi und packen die hier rein. So, und dann würde auch schon das heiße Wasser, brühend heiß, reingefüllt. Wir sehen das hier. Und das füllen wir jetzt mal hoch. Also hier wirklich richtig wird das hier mit unserer speziellen Technik, die wir hier im Café anwenden, in abwechselnder Form immer wieder aufgefüllt. Und dann wird das richtig. Leute, und dann ziehen lassen. Wirklich 7 Minuten Duico, Picobello. Picobello, sage ich nur. Picottino. Perfekt. Marini, kommst du? Wobei, trinkst du Tee? So, jetzt brauchen wir natürlich noch das dafür gefertigte Sieb. So, und dann wird er runtergedrückt. Ihr seht jetzt hier oben ein paar Stückchen noch drin. Ist aber gar nicht schlimm. Stückchen, gar kein Problem. Alle Zutaten sind essbar. Ja, wo gibt's denn sowas? Ich sag's euch, bei Rallye-Tee. So, und jetzt, ja. Jetzt werden wir das auch schon einfüllen und dann einfach mal trinken. Ab ins Glas, wirklich heiß. Alter, es riecht einfach. Es riecht krass nach diesem Pfefferminz. Ich kau gerade, ist nicht so gut, oder?